Hi Leute und willkommen zu Final Fantasy 14 Shadowbringers. Ich gucke mir noch ein bisschen die Bostia Südfront an, habe mir auch eine Gruppe zusammengesucht, um ein bisschen Fates zu machen und so weiter. Wie ihr seht, ich habe Widerstandsrang 10, damit sind hier dann alle Quests fertig, die ganze Map ist aufgedeckt. Und wenn man Rang 10 erreicht hat, kann man hier praktisch einen großen Raid aufs Castrum mitmachen. Max Widerstandsrang ist, glaube ich, 15, hatte irgendjemand schon hier, genau. Und ja, ich wollte jetzt ein bisschen angucken, ich habe ein bisschen was. Ich habe jetzt über 3 Stunden hier drin verbracht und das ist meine Ausbeute an Erinnerungsklumpen. Hätte ich diese 3 Stunden draußen gefarmt, Fates, für eine Widerstandswaffe, dann hätte ich 3x80 oder so hier drinne Fates machen und versuchen, diese Klumpen zu bekommen. Das ist mega nervig und irgendwie gefühlt nur alle 3 Fates droppt was, wobei beim normalen, wenn du draußen in irgendeinem Gebiet farmst, bei jedem Fate was droppt. Dann haben wir hier, was wir nochmal gelesen hatten, diese Fronterlebnisse, praktisch so ein paar Berichte von Leuten. Wenn man die doppelt hat, kann man die hier gegen Schließkassetten eintauschen. Ansonsten benutzt man die und dann kann man sich die auch angucken. Wie viel Zeit haben wir noch? Gehen wir mit rein. Machen wir noch einen kleinen kritischen Fade mit. Ach, er schon wieder. Ihr seht, ich bin Rang 10, habe 80.800 Frontwissen und Bauch 106.900. Ja, ist eigentlich nicht allzu viel, was man immer dazu bekommen muss. Problem ist nur, wenn man stirbt, verliert man natürlich auch wieder Frontwissen. Hab aber jetzt noch nicht rausbekommen, ob man unter einen Rang fallen kann. Ich hoffe nicht. Das wäre echt nervig. Ich habe auf jeden Fall immer, wenn ich genug Frontwissen hatte, habe ich sofort den Rang gemacht und nicht erst herausgefunden, ob man da wieder drunter fallen kann. Bitte nicht in meine Richtung. Bewusst. Also, daher kann ich das jetzt noch nicht sagen. Es ist auch, für die Leute, die sich wundern, das Video wird wahrscheinlich erst 2 oder 3 Wochen später kommen. Im Moment gibt es hier noch, erste Woche ist es noch. Gewitter in die Mitte. Und es gibt noch massig Bugs. Und im Moment wollte ich deshalb eigentlich nicht so viel aufnehmen. Ich werde versuchen, auf jeden Fall das Castrum zu machen. Wenn nicht, warte ich 1 oder 2 Wochen, bis da alles hier drin in dem Inhalt gefixt ist, bevor ich das Video dann rausbringe. Wir werden auf jeden Fall den Fate hier mitmachen. Werden dann ein paar Schließkassetten aufmachen, denn in den Schließkassetten soll dieser Roboter Jet Dingsbums drin sein? Und den hätte natürlich gerne. Und was ich merkwürdig finde, ich weiß nicht, ob das auch verbuggt ist, aber diese erhöhte Verwundbarkeit, die man hier bei den Fates bekommt, hat keine Abklingzeit, beziehungsweise keine Ablaufzeit, sondern bleibt die ganze Zeit über, bis man stirbt, drauf. Was ich sehr, sehr scheiße finde. Ich habe nicht vorhin, im letzten Mal, wo ich drin war, einen gesehen, der hatte hier bei diesem Fade dann, ich glaube, 5 Stack Verwundbarkeit. Der war immer bei jedem kleinen Treffer war der fast tot, genauso wie ich. Ich glaube, es war ein Tank, der konnte dann halt auch diese Stufe 5. Woran bin ich gestorben? Hä?
Ich habe nicht gesehen, dass da eine Flammenanimation auf meinem Charakter war. Vielleicht sollte ich weniger quatschen, mehr aufpassen, aber... es ist jetzt... Warte... 4 Tage her. Leute, ihr seht schon, die haben Stufe 15 erreicht. Den höchsten Rang, den man hier drin haben kann. Und... es haben auch viele, viele schon neue Zauber gefunden, beziehungsweise die bekommt man ja entweder von den Quests oder von Tod. Uff. Oder halt hier von den Fates selber bekommt man immer diese Kristalle, die man dann in die Zauber umwandeln kann. Ich habe hier einen verschollenen Zauber, der alle, die ich damit waffe, 5% mehr Schaden austeilen lässt. Und ja. Ich gehe jetzt erstmal raus. Die werden mich später nochmal wieder neu einladen. Ich habe denen gesagt, dass ich nochmal ein bisschen länger mitmachen werde. Und ja, im Prinzip ist alles... ja, ist okay. Eureka selber fand ich ehrlich gesagt besser. Aber das muss ja jeder selber wissen, wie er das macht. Ob er jetzt hier drinne irgendwas für die Widerstandswaffen macht oder ob draußen, wie gesagt, draußen auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller. Da du ja in den Gebieten sehr, sehr viele mehr Fates, sehr viel schneller abfahren kannst als hier drinne. Ja, und das, wie gesagt, das habe ich in über 3 Stunden zusammengefarmt, wo ich halt bei den anderen komplett alles fertig hatte, wenn ich einfach nur in die Gebiete gegangen bin und da die Fates gefarmt habe. Und jetzt für euch noch so ein kleines Schließkassetten-Unboxing. Habe ich schon mal gemacht. Ihr seht, ich habe noch 58, ein paar habe ich aufgemacht, ein paar war halt nur Quatsch bis drinne. Ein Daneslave, praktisch Housing-Möbel, den gibt es auch als Pet. Dann hier so eine Notenrolle und einmal, da war ich als Samurai drin und habe dann die Nidhogg-Samurai-Klinge bekommen. War schon nice auf jeden Fall. Ja genau, wir können hier noch Verstärkungssplitter analysieren lassen, schnell. Rittertrank und... oh, Pock, ich muss öfter die Aufzeichnung anmachen. Ich habe bestimmt 1 Stunde lang immer wieder mal diese Verstärkungskristalle abgegeben und ich hatte nie einen Rittertrank da drin. Kann ich euch zeigen, wir haben gerade 3 bekommen. Und hier sind 3 drinnen. Also ich habe die ganze Zeit nichts gehabt. So. Auf mit den Kassetten. Also da können Pets, Mounts und anderer Stuff drin sein. Mist. Ja. Mist. Jetzt hock Schwert. Müllen mir doch nicht mein Inventar zu. Wie wäre es mit einem schönen Mount? Hey, das stört ein echter, ne? Hör auf da! Kann aber nicht sein. Das im Augenwinkel sehe, du bist ja. Ich habe gute Tat vollbracht. Jetzt gib mir was Ordentliches. Ihr seht. Ui! Tischdeko. Leider nur die Deko, nicht das Pad. Das wäre das andere Pad, was es noch gibt. Warum ist sowas? Ja. Ein Sonnenschirm. Pock. Ein Sonnenschirm.
kommt in meine Collection von Sonnenschirme, die man hier in dem Gebiet nicht benutzen darf. Ja, unlucky. Ich weiß zwar nicht, wo man hier was bekommt und dann den hier nicht benutzen darf, aber... Ja, kann man ja nicht ändern. So, mal schauen, bla 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 bla. Das können wir schon mal benutzen. Rausgehen. Also, ne. Habe ich hier... Ach, natürlich habe ich hier keinen Zugang auf die Schokotasche. Ich hasse euch alle. Gibt's da nicht. Jetzt ärgert's mich. Weg. Es kommt alles weg. Also ihr seht, so... Die unwichtigen Sachen kriegt man schon öfter mal. Das, echt, das kann nicht sein, das müssen sie fixen. Ich habe davon 22 Stück schon. Genau, das war das. Also, ich weiß nicht, wie Leute beim 8. oder 9. Mal einen Mount bekommen konnten. Ich habe ja ein paar Mal meinen Bekannten im Chat geschaut. Ja, Mount bei der 9. aufgemachten Kiste oder irgendwie sowas hieß es dann. Ach, Jesus. Ja, ich weiß, dass irgendeiner da Blumen mag, aber ne? Will mich verarschen? Hallo, ein Mount. Guten Tag. Langsam wird's komisch. Ich sag doch ein Mount. Ach komm, jetzt machen wir alles, was Zaubermateria ist, weg. Ist das dein Ernst, Spiel? Ihr seht, ich habe auf jeden Fall kein Glück. Ich habe sogar einen Regenschirm doppelt jetzt bekommen. Ein bisschen Blumendeko. Aber anscheinend gibt es hier von Nidhogg also von Extrem die Waffen auf jeden Fall. Ja, die ganze Blumendeko. Das ist... Ich weiß nicht, ob man das echt braucht, aber ansonsten... ich werde mal gucken, ob ich das schaffe, so eine Castrum-Aufnahme zu bekommen. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich glaube, man muss irgendwie mindestens in der Instanz sein, die mindestens schon eine Stunde läuft oder so, bevor es die Möglichkeit gibt, da reinzugehen. Aber mal schauen, also... Bis gleich. Okay, endlich habe ich es mal geschafft, mich für das Custom einzureihen. Ist jetzt schon ein paar Tage her nach der Aufnahme, die ihr eben gerade gesehen habt. Aber jetzt habe ich es dann doch mal geschafft. Und mal schauen, ob wir damit reinkommen. Hoffentlich füllt sich das komplett. Damit wir genug Gruppen zusammenbekommen. Ich kann nicht schreiben.
Was war das? 6 volle Gruppen, ne? Wäre schon geil gewesen, haben wir aber nicht geschafft. Gucken uns das an. Ich bin sowas von drüber. Ich will keine haben. Ich sehe das schon kommen. Verdammt. Ja. 3 Heile. Kannst du vergessen. Wer soll denn Damage machen? Beziehungsweise, wer soll die ganzen Bosse tanken? Bin mal gespannt, wie viel von meinen 99.000 Frontwissen ich hinterher noch haben werde, nachdem ich geschätzt 20 Mal gestorben bin. What the fuck? Also, hier oben findet ein Bosskampf statt, da. Und hier auf dieser Ebene. Also hier ist einmal so ein Bosskampf, wo der Bohrer halt da durch muss. Und wir kämpfen oben gegen das große Vieh anscheinend. Wenn die Gruppe dahin geht ohne Tank und ohne viele DDs. Es fehlen halt 10 Teilnehmer. Können wir vergessen, wenn wir hier keinen Tank haben, glaube ich. Und ich weiß nicht mal, ob wir das schaffen, wenn wir
Mit den Heilern. Also was ich weiß, beide Bosse unten und oben werden gleichzeitig gestartet und müssen auch ungefähr gleichzeitig down bekommen werden. Was für mich heißt, man braucht schon gut DPS. Und ich muss aufpassen, dass ich den Skill da nicht drücke. Den brauchen wir für später. Hier verstecken wir uns. Okay, doch, wir haben, zumindest steht da ein Tank dran. Also sollten es hinbekommen. Ich bin auch blöd. Ich habe das vergessen, dass einmal der Reaktor auftaucht. Ich würde halt gern zeigen, was die unten machen. Hier wird gleich eine Donut AOE kommen. Genau. Und dann werden nachher auch noch andere AOEs auftauchen und dann werden die gemeinsam auftauchen. Soweit habe ich schon das von Freunden gehört. Da wollen wir nicht dran stehen. Ah, hier deine DC. Schade, schade. Das müsste jetzt... Genau. Wenn wir so eine rechteckigen AOE-Flächen erscheinen, wechseln sich ab. Nicht zu früh reinlaufen. Switchen die nicht? Ich will was sehen. Ah, das war das mittlere Ding. Habt ihr gesehen, jetzt wurden beide kombiniert und die switchen dann irgendwann. Anscheinend sind die mittleren dann nicht sicher, wenn die switchen. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Okay, warte, wir gucken hier unten. Aha. Gucken unseren. Ja. Ne. Ich würde sagen, wir hängen ein bisschen hinterher. Deshalb Buff drauf. So, jetzt erklärt's mir. Ich werde abgestoßen. Müsste ich hier... Hä? Wie, jetzt war ich... Ich habe gedacht, das switcht. Und ich muss hinten irgendwo in der Ecke hin. Eben. Warum war denn das jetzt hier falsch? Wenn vorher in der Mitte das falsch... Muss ich nicht verstehen. Ich mach's einfach mit. Nicht da, bitte. Ach.
Ja, doch, es ist okay. Wenn es schafft, den Reaktor aufzuladen, ist, glaube ich, Vibe. Irgendwie sowas. Deshalb muss man den wegmachen. Ja, doch, 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 sollte hinkommen. Können uns da unten noch ein bisschen die Mechanics angucken. Ja, doch, schaffen wir. Sehr schön. Ich werde jetzt angezogen. Wo müsste ich stehen? Doch, war richtig. Bitte. Ja. Sehr schön. Und zack. Nicht überfahren, nicht überfahren. Wir haben jetzt auch nichts dafür bekommen oder so. Das kommt jetzt. Also wir bekommen jetzt dafür, dass wir es geschafft haben, jeder eine persönliche Truhe. Da. Gut, ihr seht, da müssen alle dran vorbei. Steht auch dran, persönliche Beute, Boss-Diamanten. Wir bekommen 5 und die können wir später umtauschen. So. Hi. Jetzt wird's nervig, aber ist okay, glaube ich. Kriege ich den Cast durch? Schauen wir mal. Bob, tot. Nein, nicht casten lassen, danke. Ach, da hat's ein Heiler hingelegt. Ist egal, wir haben genug in der Gruppe. Gar nicht irgendwelche AOEs machen könnt. Ich hab's gewusst. Also, ne? Warte, warte, warte. Den auch nochmal antippen, dann geh. Mal weggucken. Okay. Böse Bullen. Also nicht, dass mir jetzt wieder irgendwelche Leute unter das Video schreiben, das ist scheiße. Das ist kein Guide. Ich spiele das jetzt einfach so durch. Mit dem Wissen, was mir ein paar Leute erzählt haben, die es schon einmal durchgeschafft haben. Thank you.
Was? Ach so. Im Castrum sind ein paar Geiseln. Die wollen wir jetzt retten. Ihr seht hier befreite Gefangene. Und hier gibt es halt verschiedene Ebenen. Und die versuchen jetzt alle ganz langsam durch. Und das sind immer halt so Hallenwächter. In einem Raum ist nochmal Ads. In einem Raum ist ein Miniboss. Im anderen Raum ist eine Geisel, die ganz langsam getötet wird. Und wir müssen da, hier, wo, jetzt wollen die echt den Miniboss zuerst machen? Nee, das war nicht der Miniboss. Also ich weiß auch nicht, wie weit sie den gezogen kriegen, hier den Miniboss. Problem ist... Au. Genau. Ich weiß nicht, warum sie den nicht gemacht haben. Ah, natürlich hat der Zauber nicht funktioniert. Also so wie ich verstanden habe, besiegt man halt einen Mob, der eine Geisel gefangen hält. Dann hat man diese Geiselrettung. Und macht dann noch den Miniboss weg. Warum die jetzt alle aus dem Raum rausgelockt wurden und jetzt hier sind? Kein Plan. Die Leute werden sich bestimmt schon was dabei gedacht haben. Kann ich das? Natürlich nicht. Wir haben jetzt auf hier die Geisel geholt, hier und hier. Also müsste hier irgendwo noch eine Geisel fehlen oder so, weil wir sollen 6 holen. Hm. Wird unser Auto begleitet. Aber ansonsten... Es fehlt halt einer und das heißt, wir kriegen nicht alle Ton. Oder ist der dabei?
habe auch nicht verstanden. Oder wurde der getötet und deshalb haben wir den nicht. Also die Tür aufgemacht haben, die haben angefangen den zu töten und die haben erst irgendwas anderes gemacht. Das kann natürlich auch sein. Dauert zu lange. Es antwortet auch keiner, ne? Was mit dem letzten ist. Ist ja... mega ungeil. So, seid ihr fertig? Alle Debuffs drauf? Immer noch nicht. Da. Hallo, stopp. Muss das doch zeigen. Danke. Da. Physische Schwachstelle anfänglich gegen physische Angriffe. Heißt, wir machen mehr Schaden. Und Mages weniger. Hier. Kommen wir zu Wasser, das heißt, wir kommen so einen kleinen Knockback, wenn wir möchten. Möchten wir nicht. Er wird verschiedene Zauber casten, die werden sich immer in der Mitte sammeln und dann einen Effekt auslösen. Wasser, Knockback, Feuer, darf man sich nicht bewegen. Kennt man, Eis muss man sich bewegen, sonst friert man ein. Und so weiter. Dafür aber leider jetzt sehr, sehr viele Heiler hier. Und die nun mal magische Angreifer sind, ist DPS nicht geil. Das ist die Erdmechanik. So ein kleiner, so ein kleines Beben. Eine kleine Blitzmechanik und das war es eigentlich auch schon. Und diese ganzen Mechaniken kann der Boss kombinieren. Ihr seht, wir haben jetzt hier Wasser und Eis, das heißt, erst wird er uns knockbacken und dann müssen wir uns bewegen. Wir dürfen nicht stehen bleiben, weil direkt das Eis danach kommt. Und das Ganze kombiniert er halt jetzt aber ohne, dass wir die gelben Marker sehen. Das heißt, es ist ein bisschen schwerer. Und jetzt kommen auch noch ein paar Wirbel dazu, die uns gerne in die Seite schubsen möchten, damit wir ein bisschen Schaden kriegen, aber es ist okay. Beziehungsweise, man wird halt hochgeworfen, kennt man auch. So, Sphären kaputt kloppen. Also, beziehungsweise so Meteoren. Sphären kennt man auch. Okay, es wurde mir echt schwieriger beschrieben. Aber anscheinend sind einige Leute dabei, die das schon öfter gemacht haben. Wir bekommen wieder Wasser, Eis und Erde. Das heißt vom Prinzip her so
müssten wir wieder weggestoßen werden und uns wieder bewegen. Genau. Selbst wenn zum Beispiel so wie eben die Eiskugel zuerst reingeht, wird die nicht als erstes ausgelöst, einfach weil sie vorher ganz zum Anfang, als eine ersten Reihenfolge kam, dort auch nicht als erstes kam. Das heißt, die allererste Reihenfolge, die er macht, bestimmt die Reihenfolge der nächsten. No! Das war ja... wir müssen dahin. Man muss richtig raus. Man darf nicht hier so zwischen den Strahlen stehen, sollte klar sein. Und natürlich von dem Startpunkt des Blitzes sollte man auch nicht stehen. So. Naja, jetzt castet er noch ein bisschen, weil er es nicht mag. Weil wir ein bisschen langsam sind. Ich würde sehr gern ein dreifach LB draufschmeißen, aber wir könnten schon fertig sein, wie gesagt. Er hat ja das physische Angriffe mehr Schaden machen. Später sehen wir das auch noch umgekehrt, dass physische Angriffe dann nicht so viel Schaden machen wie magische Angriffe. Es gibt auch was ist das? Stirb jetzt weg, was ist mit dir los? 3%, ich werd ja nicht mehr. Geh! Danke. Alle noch da? Ja. So. Wir lassen die Leute mal in Ruhe gehen. Und wir sehen, hier sind ein paar Truhen. Und wir sehen, das ist die Beute, die wir bekommen haben, dafür, dass wir den Boss besiegt haben. Und diese hier außen, wo hier eine fehlt, wäre für jeden Befreiten. Aha. Dum, dum, dum. Das kann man nicht mal in Ruhe aufheben. Hier rennen die schon zum Boss rein. Also, ihr seht, man muss wirklich versuchen, jede Person da zu befreien. Damit man halt zum Schluss den maximalen Loot bekommt. Gucken wir mal. Wir haben insgesamt 15 Münzen. Einmal eine Fronterlebnis, was wir abgeben können. Und dann noch ein bisschen Stuff, damit wir neue Techniken bekommen. Ich glaube, das ist eher der von Magieattacken mehr Schaden bekommt. Als von physischen. Leute, ihr habt euch zu Gruppen zusammengefunden, denn ändert ich es jetzt zum Schluss nochmal, 3 Minuten lang. So. Gucken, was du kannst. Du machst Windscheiß, nehme ich mal an. Okay, ja.
Ich find's scheiße. Ach, der andere ist hier aber nicht. Also macht gelbe Windsphären und weiße Windsphären und in den weißen will man drunter stehen und bei den gelben kommt der Damage. Wenn man da drunter steht. Jumpy Jump und Donut Away, okay. Ich würde gerne wissen, ob der Todzauber auch auf einem Boss funktioniert. Mal gucken, was machst du jetzt? Wo ist... Ah, ja, das ist... Halt! War ich zu schnell? Nö. Doch. Hä? Keine Ahnung, muss ich nicht verstehen. Also es waren drei Marker. Die hatten unten so Striche. Einmal einen roten Strich, dann hatte zwei rote. Dann hatte drei rote. Und der ist halt von dem ersten mit einem Strich gejumpt, dann zum zweiten, dann zum dritten. Beim ersten hat er irgendwie so eine Kreuzattacke gemacht und bei den anderen beiden hat er irgendwie eine runde Attacke gemacht. Bei der einen stand ich drunter, es ist nichts passiert, bei der anderen stand ich und ich bin tot. Ja. Ach so, hier. Eine Gruppe müsste jetzt hochgegangen sein. Wenn nicht, vipen wir. Ja, wir vipen. Oder sehen wir die einfach nicht? Also oben sollte jetzt der Typ stehen, den wir gerade in der Cutscene gesehen haben. Der sollte jetzt oben bekämpft werden von der Gruppe. Ich weiß aber nicht. Der bekommt keinen Schaden, ne? Nee, denn ist keiner hochgegangen. Aber dann müssten wir... Eigentlich müssten wir vipen, weil... Ich glaube, die hat eine Vipe-Mechanik, wenn der nicht gemacht wird. Was weiß ich. Ich kenne nur die Sachen, die mir kurz erzählt werden und danach ist irgendwie alles für den Arsch. Aber ich habe ja auf das Symbol geguckt, ob da irgendeiner hingeht. Da. Oh, jetzt sind sogar vier. Da ein Kreis mit einer 1. Kreis mit der 2. Da macht der Wind. Noch ein... Hä? Oh, ist das das, was buggy ist? Was mir gesagt wurde, dass das nicht geht? Also hätte er jetzt zweimal so eine Kreuzattacke gemacht, aber es waren überall immer leere Kreise gezeigt. Ist das, wo mir gesagt wurde, ja, da ist noch was buggy bei dem Kampf?
Als ob. Ich dachte eben, ich bin RIP. Man sieht halt wirklich nicht, ob der Typ oben Damage bekommt oder nicht. Da sehe ich jetzt das Dreieck, okay. Da auch. Da will ich gar nicht hin, Junge. Gehen wir hier zu drei Runden Kreises. Ja. Ach, das verschwindet. Okay. Soll das so, dass die Markierungen da drinnen verschwinden? Ich mach das jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, wie der Lebensstand von dem anderen Typen ist. Oh. Oh. Ja, okay. Das Folge halt eine Stunde lang. Einmal gestorben, Frontwissen natürlich verloren dadurch. Nochmal 10 Münzen bekommen. Man kann auch keinen voten oder irgendwie so. Okay, der technische Offizier. Genau, und es sollen ja Dezember nochmal ein Update kommen oder so. Und da wird es dann wahrscheinlich weitergehen. So, jetzt für Dummies. Wo? Aha, jetzt also doch. Jetzt hat er einfach einen Titel bekommen. Was ja Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Ich kann mir halt nur einen Hut leisten. Doch nicht, Handschuhe gehen auch. Und Schuhe auch. Boss, ja, Leichtmetallkit, Kopf. Rumpf, Hände, Beine, Fuß. Okay, ist das nochmal. Also hier könnten wir uns eine Item Level 495er Rüstung ertauschen. Wenn man pro Run 25 kriegt, beziehungsweise vielleicht 30, wenn man alle 6 Gefangenen befreit hat. Brustteil, ein Run. Helm und Handschuhe, ein Run. Hose nochmal, ein Run. Schuhe nochmal, ein Run. Und dann hat man sogar noch was über. Okay, ja.
Hier könnte man sich also auch schnell mal eine Rüstung zusammenfahren. Oh, das ist das, wovon sie gesprochen haben. Leichtmetall-Kit-Kopf. Man kann Hast als Bonus drauf machen lassen. Und das würde dann wahrscheinlich, dass man schneller spammen kann, nehme ich an. Und dann würde man halt 3, 4, 5, 6, 7 Hast bekommen. Und das wird dann. Ja. 1, 2, 1, 2. Ja. 7 Hast würde man dann haben. Nicht mehr an. Würde man. Den würde der Cooldown das Reaktivieren schneller gehen von allem, nehme ich mal an. Okay. So könnte man auch schnell an eine gute Rüstung kommen. Was ich jetzt weiß ist, wenn man Stufe 10 erreicht hat, schaltet man das, wie gesagt, frei. Eine Stunde nachdem eine Instanz neu entstanden ist. Spawnt das erste Mal Castrum, wie mir gesagt wurde, und danach alle 90 Minuten. So weiß ich das bisher. Wie ihr nachgucken könnt, ihr einfach auf O drücken, geht ihr auf Abenteurerliste und dann guckt, der ist gerade neu reingekommen. Mit der 3-Stunden-Zeit und aktuell ist jemand noch drinnen mit 69 Minuten. Das heißt also 2 Stunden ist hier drinnen schon mal vergangen. Das heißt, einmal ist es mindestens schon gespawnt. Und das zweite könnte demnächst kommen. So kann man sich das ein bisschen. Die meisten Leute fragen auch einfach, die kommen nur im Chat, fragen, hey, wer Gastrum schon? Und wenn die sagen, was schon, dauert noch eine Stunde, dann lieben die meisten auch gleich wieder. Jo, okay, dann war es das. Wir haben leider kein Frontwissen bekommen, was ich ein bisschen schade finde. Weil das hätten, könnten sie da ruhig geben. Jetzt gucken wir da. Oh, das darf ich alles erst mit. Dann nicht. Nee. Ich gehe da so die Erinnerungsklumpen jetzt draußen farmen. Die Sachen lernen wir. Wo war das? Hier Kuriositäten, Frontberichte. Und dann könnte man sich ein bisschen Knowledge über die Charaktere anschauen. Das finde ich ist halt nice gemacht. Aber mehr als 2 Sachen habe ich mir da auch nicht durchgelesen. Okay, das war es dann. Ich werde wahrscheinlich nochmal für das Mount, der hier gerade war. Das gibt es ja hier bei ihr für diese Kristalle. Das werde ich noch holen. Ich werde noch ein bisschen gucken, ob ich die Kisten da zusammen gesammelt bekomme. Ansonsten, ja, das war's. Castrum an der Bossa Südfront. Ciao, Leute.